Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von der Evil Within. Und das letzte Mal sind wir dabei stehen gewesen, einer Tante mal ein bisschen was beizubringen. Leider hat sie uns sehr viel mehr beigebracht gehabt als für sie, also... Unbesiegbares Vibe, bis heute noch die geschlagene Nummer 1. Von Thema... Von welchem Thema aus? Achso, von Thema... Teleportieren bis zum absoluten Gehen mehr. Das letzte Mal sind wir weit gekommen gehabt, auch wenn es knapp war. Aber ich wollte unbedingt bloß versuchen, diese Kurze einzusammeln, hab's aber nicht geschafft gehabt. Jedenfalls jetzt beginnt gleich der Run. Es wird gleich gestartet. 3, 2, 1, let's go! Ich habe vergessen gehabt, dass man sich auch durchrutschen kann. So. Los, hopp, hopp. Beeile dich, wir haben zu wenig Zeit dafür. Und wenn du rennen kannst, du musst auch zwischendurch Pause machen. Deshalb, wir werden uns davon nicht beeinflussen. Was sagt ihr davon, wenn wir uns nicht beeinflussen lassen? Tür auf! Und los geht's. Hinten ist unser Ziel. Auch wenn wir hätten schon abbiegen müssen. Abbiegen! Warte mal, was machst du hier? Meine Grütze! Meine! Die kriegst du nicht ab! Weg! Kusch! Kusch! Weg mit den Erbchen! Unbesiegbare Frau hier schon wieder. Eine Schreibmaschine. Och Mann, schade, dass ich nicht hier an der Schreibmaschine speichern kann. Ist wirklich echt traurig. Aber gut, wir können vielleicht nochmal alles ein bisschen aufputschen, was geht. Falls irgendjemand fragt, ich habe jetzt keine Bolzen hergestellt. Also, falls ihr irgendwelche findet, ist das ja gut. Wenn nicht, dann bin ich sparsam mit meinen Zeugen gewesen. Ist das Eis? Oder ist es heiß? Jedenfalls, das Vieh hat mich gesehen. Das ist nicht gut. Es weiß, dass ich schon mal hier bin. Ich hoffe, es ist nicht... Ich hoffe, das ist jetzt andere Version, als dass es geklont wurde. Und nicht die, die zuvor war. Weil sonst bin ich am Arsch. Weil sonst weiß ich, was ich... Ich glaube, das ist sie sogar, die ich zuvor getötet habe. Wieso? Sie erinnert sich nochmal an mein Movement. Das ist also so eine Bestie. Und was jetzt? Oh, es geht langsam aus. Da hinten ist noch ein Fahrstuhl, aber ich muss hier vorher durch. Gibt es hier noch irgendwie eine Schaltung dafür? So wie es aussieht, nicht. Also heißt es, dass ich hier vielleicht darauf schießen muss? Ich kann doch jetzt nicht einfach da durchrennen. Ich wäre doch beschissen, wenn ich das machen würde. Na gut, Pipeline. Also doch. Oh mein Gott, das ist ein guter Raum. Fallensteller. Jetzt geht das schon wieder los. Ist im Osten mindestens hier rumgekommen.
Putze, nimm mich gerne. Komm her, Mädel. Ich habe alles vorbereitet. Ja, komm. Komm schon, meine Gute. Komm langsam zu. Komm langsam zu. Fräulein, ich dulde hier keine Abkürzungen. Kommst du? Ich hasse manchmal Vorab-Versionen von irgendwelchen Leuten. Bisschen links, ein bisschen. Sie kann rennen. Sie kann rennen, sie kann rennen, sie kann rennen, sie kann rennen. Wie lange muss ich hier überleben? Ist ausgegangen. Gutes Hüppchen. Schnell hoch die Leiter und dann geht's weiter. Ja, ich weiß, ich muss rennen. Oh, scheiße, das war daneben. Das war sowas von daneben. Oh mein Gott, ey, ich hasse das hier. Warte mal. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit jetzt bloß vor die wegrennen muss. Wenn ich dich da nicht hin getroffen habe, das war schlecht. Oh fuck, da hinten ist sie. Rennen, rennen, rennen! Ich weiß nicht, wie ich das hier am besten überleben soll. Ja, einfach bloß in der Ecke stehen, das ist eine gute Idee. Jetzt ist sie gleich hinter mir, oder? Das wäre jetzt der reinste Horror. Wie lange dürfen wir hier warten? Ja, warten. Ja, warten. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß aber nicht, wobei. Ich glaube, ich sollte nochmal diesen Kampf wagen. Na gut, dann sehen wir. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Anfang des Kampfes. Yay, so stirbt man. Freiwillig. Was ist denn jetzt da passiert, frage ich mich. Muss ich wirklich versuchen, die auszuräuchern? Bevor ich da durchgehe? Das wäre jetzt halt wirklich eine sehr gute Frage.
So, wir hatten ja erklärt gehabt, wir müssen nicht abwarten, sondern gleich als erstmal drauf schießen. Heißt sonst noch hier irgendwas gehabt? Pistolenmunition nehme ich gerne mit. Ist auch wichtig. Und dann wieder umschalten. So, jetzt beginnt gleich Kampf. Da kommt sie raus. Und dann rennen wir schon mal. Dann holen wir uns hier. Und dann heißt es jetzt erstmal abwarten und Tee trinken. Achso, daher kommt sie raus. Ah, nee, dann hätte ich jetzt schon den Schalter drücken können. Oh, ich verdammt auf Vollpfosten. Sie ist ja jetzt so oder so ein bisschen zu langsam. Bedeutet, Schalter schon mal. Und solange der Schalter noch nicht gemacht wird, müssen wir jetzt sie noch mal kurz weglocken. Wir gehen die übliche Strategie wieder durch und hoffen diesmal auf ein gutes Gelingen. Schnell hoch. Och, ey, komm schon. Mädel. Mann, das war jetzt meine Schuld. Nicht so stark reagiert, wie ich eigentlich hätte machen sollen. Mist. Ach, wie mache ich das noch am besten? Also, was ich wirklich ehrlich sagen kann, die müssen halt jetzt erstmal sehr viel Glück haben. Das ist halt zu 100% klar. So. Jetzt gleich los. 3, 2, 1. Nehmen wir mal schnell mit. Und dann rein in den Raum. Aktivieren das hier. Und verkürzen Zeit. So. Schneller gelöst. Tja, was sagst du jetzt zu? Gut gemacht, oder? Nochmal kurz nachladen. Man kennt es ja auch nicht anders. Und dann als erstmal abwarten, bis das Ding weg ist. Jetzt gehen wir strategisch vor. So. Hoch schnell. Jetzt muss es schnell gehen, jetzt muss es schnell gehen. So, jetzt muss es schnell gehen. Nachladen. Ach so, von der anderen Seite kann ich es bloß. Oh, verdammt. Wenn du hier einmal durchsprinten tust, wäre schön.
Falsche Richtung, bitte. Ja, mal kurz hierher kommen. Kurz herkommen. Das kann ich nicht zulassen, Fräulein. Komm her. Einfach bloß weiterkommen, einfach bloß weiterkommen. Das Ding ist noch nicht erledigt. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier drinnen machen soll. Achso. Das soll ich machen. Ah! Irgendwie ist das ein bisschen gemein. Wofür ist das jetzt da hinten da? Ich brauche kurz die Leiche. Oh Scheiße, das war Pech. Jetzt dieses Gebiet. Ich weiß jetzt nicht, was ich so machen kann. Ich will jetzt auch halt, wie gesagt, nicht alles halt, wie gesagt, sinnlos auch rauswerfen an Sachen, die ich jetzt habe. Weil ich weiß ja, man kann ja diesen einen Schalter machen, aber hilft das jetzt bei irgendwas oder muss ich den dringend machen? Kann ich mal kurz herausfinden? Ist nicht so ganz notwendig, so wie es aussieht. Scheiße! Falsch getimt! Ich muss ihn mindestens ein einziges Mal stunnen. Nervig. Sehr, sehr nervig. Na gut. Drei. Sie hat die Leiche gewählt. Als Teleport. Hallo! Scheiße Sackgasse. Scheiße Sackgasse. Scheiße Sackgasse. Scheiße Sackgasse. Oh, falsche Richtung. Und hat einen Arm des... Okay. Also ich kann vorzeitig in diesem Raum jetzt erstmal bleiben, aber auch nicht so lange. Ich will gucken, ob ich vielleicht hier auf eine andere Art und Weise jetzt erstmal loswerden kann. Ob es halt wie gesagt so etwas oder... Weil sonst kann ich halt wirklich sowas so da umzubringen. Ich weiß aber nicht, wie viel das so in etwa helfen wird. Das ist mein Problem. So, die ist jetzt erstmal da, dann kann ich ja hier hingehen. Wenn sie da ist, kann ich jetzt erstmal hier hingehen.
Oh, der Arm des Gesetzes. Warum rennst du jetzt so? Früher hast du es nicht getan. So, jetzt das mal nehmen. Alles weg. Und jetzt rennen. Oh, die hat sich gerade wegteleportiert, aber ist an derselben Stelle geblieben. So. Ich höre dich doch. Lass mich doch mal gucken, was ich machen muss. Mensch, Mädel. Ach, jetzt sogar noch antäuschen hier. Oh, fuck. Das war meine letzte Chance. Aber es war, glaube ich, auch ihre einzige Chance noch. Nee, bleib mal hier, bleib mal hier. Mein Gott, ist sie schnell. Wenn du einmal hier rüberspringen könntest, wär's gut. Ja, nimm gleich die nächste Leiche hier auch, gefälligst. Komm bitte andersherum. Ist mir lieber. Okay, der Ausgang ist offen. So. Dann gehen wir lieber in Richtung Feuertopf. Kannst du jetzt endlich mal hier verbrennen, du! Tut's nicht. Die tut einfach nicht. Oh, Scheiße! Jetzt was gebracht. Ja, Rücken reinschießen! Oh fuck, oh fuck! Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber das tut weh. Das habe ich gar nicht beachtet. Lady, du stehst da bloß in der Gegend herum.
ist was passiert? Fräulein! Fräulein! Ey! So, Leute, ich hab das Spiel verbuggt. Was sagt ihr dazu? Ich kann den nächsten Spielstand, nächsten Speicherstand nochmal neu laden. Wie ich das immer hinbekomme, frage ich mich auch immer. Also gut, warte mal. Das Ding aktiviert das da hinten. Dieser Schalter aktiviert... Nee, das Ding aktiviert das und es aktiviert das. Nee, doch nicht? Ich kann... Ich hätte einfach bloß gar nicht den Boss besiegen müssen. Ich habe ihn aber so, wie es aussieht, getan. Och, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt habe ich umsonst Munition raufgeschmissen, schon wieder? Für wen hältst du dich? Ich frage mich auch. Du bist Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Tja, es heißt bloß noch Pistole übrig, also. Nicht mal ein Süppchen! Ich hab die Frau besiegt! Sie hat nichts mehr gemacht! Ich hab alles in ihr reingeballert! Und nichts! Nein, gar nichts! Ist beschissen. Ich muss ehrlich sagen, die Harpune auf 250% Schaden. Oh, die hat aber gesessen mit. Scheiße, schon wieder hier. Ja, wir kommen wieder hier. Oh mein Gott. Kann ich in die Tür rein? Ui, ja, Kartenfragment nehme ich gerne. Nein, ich wollte doch Tatjana wiedersehen. Gibt's auch keinen Durchgang? Ich will nicht durch die Mitte durch. Ungerne. Auch nichts. Auch nichts. Alter, nach dem Kampf könntet ihr mindestens gehen. Auch hätte ich feige... Ich hätte feige rett... Also wegretten können. Hab ich nicht gemacht. Ich habe gegen diese Frau gekämpft gehabt und besiegt. Und ich krieg nichts. Was ist das hier für eine Scheiße? Der Kampf nichts wert. Wieso? Weshalb? Warum? Und jetzt habe ich bloß noch eine Pistole. Mann, ich habe keinen Bock irgendwie. Das letzte Mal sind wir da reingegangen. Ist hier irgendetwas? Hat hier irgendwas getan? Bitte. Bitte, habt ihr irgendetwas hier abgelegt? Nein. Hallöchen, Madame. Oh, scheiße. Ja, ich bin wieder da. Also, es hat sich viel getan für uns beide. Ich habe jemanden getroffen und der hat mir nicht das gegeben, was ich wollte. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich hoffe, das ist für dich nicht so schlimm. Mal gucken, wie lange ich hier bleibe, bis mich der Hausherr wieder rausschmeißt. Eigentlich wollte ich freiwillig gehen. Der hat mich jetzt wieder hierher gebracht. Echt schlimm, dieser Mistkerl. Na gut, dann. Vielleicht trifft man sich noch. Tschüss. Ich bin ja noch hier.